Wir erleben in diesen Tagen ein Kommunikationsdesaster innerhalb der Bundesregierung. Dieses unwürdige Schauspiel ist bemerkenswert. Erster Akt. Der türkische Präsident lässt Truppen völkerrechtswidrig in Nordsyrien einmarschieren. Die syrische Armee macht sich auf den Weg, die USA auf den Rückweg. Alles auf dem Rücken der Kurden, wichtige Verbündete für den Westen im Kampf gegen den IS. Zweiter Akt. Die Bundeskanzlerin telefoniert daraufhin mit Herrn Erdogan eine Stunde lang, beeindruckend. Herr Außenminister, Sie schweigen dazu tagelang. Heute haben Sie Ihre Sprache wiedergefunden. Noch beeindruckender. Dritter Akt. Der Auftritt der Verteidigungsministerin. Sie macht einen Vorschlag, den der Regierungssprecher kurz vorher noch dementiert, die Kanzlerin hinnimmt, das Auswärtige Amt erfährt es per SMS, wie SPD, CSU aus den Medien. Und besonders bemerkenswert, die Abteilung Strategie und Einsatz im Ministerium, quasi das Herz des Verteidigungsministeriums, weiß offensichtlich nichts davon. Losgelöst, was eigentlich unsere Partner denken müssen, die auf Attaché-Ebene informiert werden. Meine Damen und Herren, dabei ist der Gedanke, die Initiative, nicht uninteressant, denn die Frage ist natürlich, wo steht Europa, wo steht Deutschland, auch in Fragen in Syrien. Und wir haben bereits vor 14 Tagen darauf hingewiesen, dass eine mögliche Sicherheitszone unter UN-Mandat Sinn machen würde und auf einer UN-Resolution aufbauend, wie hier dann im Bundestag entscheiden können, wie und mit welchen Fähigkeiten Deutschland sich daran beteiligen könnte. Und jetzt folgt Akt 4. Putin und Erdogan einigen sich. Die Türkei wird für ihren Einmarsch belohnt, denn die USA beenden prompt die Sanktionen. Und Assad reibt sich die Hände. Meine Damen und Herren, das ist besorgniserregend. Und das sage ich hier deutlich, wie die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt offensichtlich schwerelos agiert.